Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. Und anhand der Lags seht ihr schon, wir haben einen Gast dabei. Stell dich doch mal bitte vor. Hallo. Fängt das super an. Ja, du jetzt. Hallo, ich bin der Best of Gaming. Ja, mit ein bisschen mehr Enthusiasmus bitte. Oh, ihr könnt mich auch Alex nennen. Boah. Du bist gut. Ja, ich weiß, danke. Ja, theoretisch könnte ich Skype-Nachrichten nebenbei schauen, aber ich schaue einfach die Bildschirmübertragung an. Das wäre schlauer. So, soll ich Schleichwerbung machen? Mach was du willst, ist mir egal. Hauptsache du schaffst das Level. Ja. Ja. Da kriege ich schon so richtig Bock auf so Mario Maker. Ich sagte, du kriegst Bock auf den Lost Levels, wenn das so weit, wenn du das hier siehst und das ist noch einfach. Das ist so gut. Das ist so schwer wie Welt 2 in Lost Levels. Das, was du gerade spielst. Oh, jetzt yes, mein 100 Abo Special ist fertig gerendert. Keine okay. Schleichwerbung. Nein, überhaupt nicht. Ah. Ah. Ja, das ist. Einen hast du gekriegt, aber das war keine Chance. Da zwei auf einmal. Halleluja. Ja. Ah. So. Ich finde es so witzig. Zuerst jedes Mal, wenn ich einen Gast hatte, hat OBS rumgespackt, wie sonst was. Jetzt funktioniert OBS einwandfrei. Problem ist, dass das Spiel laggt. Yeah. Und irgendwie laggt deine Stimme ab und zu mal in Skype. Ja, sorry. Naja, ist ja nicht schlimm. Oh, da steht Warnung, Robo 10 Minuten. Schon längst nicht mehr. Ja, das stand mal. Ah. Kommst du an dieser Stelle vorbei? Ja, komm! Lauf! Und das ist Lags. Man kann sagen, was man will, okay. Aber mit Lags ist das Spiel fünfmal schwerer. Ich spiel mal The Lost Levels mit meinem PC. Da hast du Lags jede Sekunde. Oh, 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 oh. Und da war das Ziel und du stirbst. Das war irgendwie klar. Richtig billig. Ich schaff's eh nicht von dem her. In dem Auflauf, was? Ja. Okay, Auflauf war auch eine. Nudelauflauf war auch eine Antwort im FAQ, aber okay. Alter, what the fuck? Ah, wie ich unten in deiner Leiste einfach so paar Programme sehe, Blender und sonstiges. Ja. Und GG. Da dies ja, das fängt ja geil an. Also das können doch die paar 10 Jahre werden, die ich vorher vorausgesagt habe. Ach was. OBS hat's mal mit hoher CPU-Auslastung. Ich weiß gar nicht, was hohe CPU-Auslastung ist. Okay, keine Ahnung. Ich glaube, das ist sowas in Grafikkarte oder so, keine Ahnung. Weiß ich. Ich bin kein Computerexperte. Ja, ich auch nicht. Oh, 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 ja, Licko. Zumindest liege ich so wunderbar. Ach komm! Na toll. Geil. Super gemacht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das wird wieder in 48 Minuten hart. Ja, da werde ich irgendwann rausgehen. Nein. Ich brauche hier deine mentale Unterstützung. Warte, wer war letztes Mal Gast? Der letzte Gast, den ich hatte, war auch mein erster Gast, war Drache. Achso. Das war bei Pokémon, weil es bei SMB einfach nicht funktionieren wollte. Und irgendwann nach einem Tag hat man keinen Bock mehr, ne? Achso, okay. Kann ich verstehen. Was springe ich jetzt? Ja, okay, mit Lags ist alles auch ein bisschen schwerer einzuschätzen, ne? Naja, klar. Zumindest läuft OBS ganz kurz.
Also im Notfall kannst du auch das Video kurz pausieren und auch kurz ein bisschen Ertragung ausmachen. Damit es nicht so laggt. Deine Entscheidung. Dann kannst du hier einen Cut reinmachen und das. Ja, muss ich wieder schneiden, dann muss ich wieder beim Movie Maker so Ewigkeiten warten, bis es weiß. Und außerdem, das hat vorher auch schon geleckt, als ich die Aufnahme angefangen habe. Achso, okay. Es war nicht so stark wie jetzt, aber Stimme. Es hat geleckt. Ja, weil deine Stimme leckt auch dadurch mehr ins Kalt, deswegen. Ja, bei dir. Weil meine Internetverbindung ist ganz hoch. Meine. Du bist eine Bastardpflanze, weißt du das? Wow, 5 Minuten, fast 6 Minuten für die. Für das erste Level, ist gut. Und schon dreimal Game Over gegangen. Wieso benutzt du keine Save States, wenn du so oft stirbst? Was? Wieso benutzt du keine Save States? Was tust du? Weil, das mache ich nur wirklich, wenn ich schon eine halbe Stunde dran bin, weil sonst wird's langweilig. Ach so. Wenn ich ständig Save States mache, dann habe ich einen 10-Minuten-Part. Höchstens. Naja, ich hatte bei The Lost Levels mit Safe State 16 Minuten. Ohne Safe State, oh, 3 Stunden im dritten Part, ja, wäre hingekommen. Drum lasse ich mir mit Levels ein bisschen Zeit. Ja. Im Ernst! Ach Gott. Das kann eine harte Welt werden. Oh, ja. Beide ersten zwei Level sind eigentlich immer die schwersten. Das dritte ist irgendwie jedes Mal das leichteste. Und das vierte ist dann nochmal so schwer wie das erste und das zweite zusammen. Was meinst du jetzt? Ich hab das gerade nicht verstanden, weil du geleckt hast. Irgendwas mit der erste, zweite These. Die erste und die zweite Welt, das sind irgendwie immer. Quatsch, die erste und die zweite. Das erste und das zweite Level, so. Sind immer irgendwie das schwerste. Dann das dritte ist irgendwie jedes Mal das leichteste der Welt. Ja. Ist auch in Lost Levels so. Nur dass das erste überhaupt nicht schwer ist, ist außer denn in Welt 3, da war alles schwer. Aber sonst immer das erste schwer, das zweite das erste leicht, das zweite schwer, das dritte leicht und das vierte war hardcore. Und das vierte ist. Och, du bist doch ein Bastard, weißt du das? Ich denke, dass der nach oben springt. Bei 10 Minuten, glaube ich, mal einen kurzen Cut und mach die Bildschirmübertragung aus und versuch's dann mal. Vielleicht lagst du nicht so. Was? Ich spiel schon wieder 10 Minuten gleich. Was? Ich weiß. Alter. Dieses Level macht dich fertig, oder? Ja. Ich hab schon gesagt, das ist das zweite Level, sind immer die Schwerte in der Welt. Dann kommt das dritte, das übel einfach ist. Dann kommt das vierte, wo ich dann meistens sterbe. Yeah. Und das Lags macht das nach. Ich glaube, keiner würde Lost Levels mit Lags spielen. Das ist ja nicht Lost Levels. Was? Das ist die vereinfachte Version. Die vereinfachte Version von Lost Levels. Ist klar. Naja, der Vorgänger hat besser gesagt, komm, jetzt geh ins Ziel. Diesmal nicht sterben. Nein. Scheiß Beetle. Ich meine, ich habe jetzt. Warte, bis. Also, ich habe nichts gegen die Beetles, ne? Warte jetzt, bis der kommt und dann spring über ihn. Ganz ruhig. Ja, und jetzt ins Ziel. Ja, nee, ehrlich. 9 Minuten 30 fast, Alter. Yeah. Skill. Doch, kein Cut. Skill nennt man sowas anscheinend. Ja. Ja, gut. Meine Aufforderung von Skill ist relativ weit unten angesetzt. Oh, ein Wasserlevel. Nein. Die sind meistens einfach, finde ich. Ja, also das erste Wasserlevel in dem Spiel war eigentlich voll einfach. Bin ich trotzdem in der Display dreimal gestorben. Oder so. Ja. Achso. Ich hasse nur diese eklige Schwimmbewegung von Mario in Lost Levels, wenn man nach vorne
gedrückt und dann gleichzeitig die Sprungtaste. Der macht da so einen komischen Bogen. Die hasse ich. Aber ich hoffe, dass es mit den Lags bei dir auch nicht im Video ist. Also Skype-Bildschirmübertragung laggt immer eigentlich. Das habe ich eigentlich nicht gemeint. Ich habe es eigentlich gemeint, Stimme. Achso, Stimme. Wenn die Stimme in Skype laggt, dann laggt sie immer. Fuck. Auf dem Video. Aber immerhin, man versteht trotzdem einigermaßen gut, was du sagst. Scheiß Fisch. Es liegt aber wirklich an deinem Internet, weil bei mir steht schnelle Verbindung, hohe Qualität. What? Weil ich habe wirklich gar nichts offen außer Camtasia und Skype. Und ja, du hast gefühlt 10.000 Programme auf dem Skype, auf dem Broadcaster, das Spiel, das Bildschirmübertragung. Ich komme immer noch nur auf 4 von, ja. Wie viel FPS hast du gerade im Video? Im Video habe ich gerade 26, siehst du unten beim, siehst du es. Aber wenn das Spiel an sich schon ewig leckt von dem her, dann merkt man es dann auch nicht mehr wirklich, ob es in der Aufnahme leckt oder nicht. Du Arschloch! Bett er sich mitten in den Weg rein. Ach, du Heilige. Falls ich mal ab und zu im Video weg bin, das liegt daran, dass ich irgendwie gerufen werde oder so und dann mich stumm schalte kurz. Okay. Also nicht wundern, wenn ich irgendwie 5 Minuten nicht da bin. Also im nächsten Game Over mache ich mal ganz kurz einen Cut und mal die Bildschirmübertragung aus. Aber dass es überhaupt gut läuft mit der Bildschirmübertragung, ne? Schön, dass du auch nach oben schwimmst, wenn ich die Taste drück. Ja, was? Ja, jetzt habe ich's vergessen. Schön gemacht. Sorry. Das Spiel ist schuld. Du bist schuld. Nein, das Spiel. Okay. Lass dich aus dem Video raus, was? Mario ist aber irgendein Spiel irgendwie voll braun. Rassist. Nichts gegen Schwarze, ich habe bloß braun gesagt. Wenn es ein braun war. Naja, soll Mario komplett weiß sein? Wieso Englisch? Alter! Der hat dir schon in den Arsch gestochen, Alter. Alter! Haus ist mal mit dir ab. Du. Oh, Alter, der hat dir schon 4-mal in den Arsch gestochen und dann hat er es nicht geschafft. Okay. Also ich mach einen ganz kurzen Cut. Dann bis gleich. Jo, bis gleich. Ja, damit sind wir wieder. Und diesmal läuft sogar ein bisschen flüssiger, habe ich das Gefühl. Ja. Und ich spiele nebenbei dasselbe Ach du Scheiße, ist das laut. Ey, geil, das läuft flüssig. Okay, kurz. Ich spiele gerade auch das Spiel und ich muss jetzt kurz ein bisschen durchrushen durch die ersten paar Welten. Hey, es läuft sogar flüssig. Yay! Hey. Was so eine Bildschirmübertragung alles ausmacht, ne? Du bist doch ein Bastard. Alter, wie ich einfach über das erste Level komplett drüber springe. Hä? Wie geht das? Halt, ich springe immer auf die Blöcke und bin jetzt durch und ich habe irgendwie 30 Sekunden, 40 Sekunden gebraucht. Na gut, Nein, nicht Pause. Ach komm. Joa. Genau, in dem Moment hat es natürlich gelaggt, wo es bei mir am wichtigsten war, ne? Easy, ja, logisch. Naja. So, ich benutze einfach die Röhren. Ich versuche in Welt 7 in der Zeit zu kommen. Okay, mach das. Du bist sowieso besser, finde ich. Wenn ich noch in Welt. Oh, wie ich mich am Koopa vorbeigeskillt habe. So, wenn ich noch in Welt 7 komme in diesem Part, nennt mich Gott. Gott AK, Best of Gaming AK Alex. Okay. Ja, so ungefähr. Alter, wie einfach ist das Level, wenn man es zum zweiten Mal spielt. Au. So, jetzt keinen dummen Fehler. Ja, so wie ich gerade eben vom Koopa umgebracht werden nach den ersten 5 Schritten. Okay, ich bin schon mal in Welt 4, hab mich mit der Warpsonne. Okay, wenn's ab und zu mal bei euch, Mann, laggen sollte, dann tut's mir leid, dann sind gerade eben die FPS nach unten gestiegen.
Nein. Oh, dieser Lakito nervt. In Welt 4-1. Oh ja. Ja, aber ich glaube, du schaffst sogar noch ein bisschen Welt. Boah, dein fucking Ernst. Auf den Koopa, dann okay, voll in die Kugel rein. 4-1, gib First Stride durch. Läuft. Ich habe jetzt. Wie viel? Ich glaube 40 Sekunden oder so gebraucht. Okay, ich bin eigentlich nur gerannt im Level. Die ganze Zeit nur gerannt. Ich renn so gut wie gar nicht. Ah, das Level, oh Gott. Oh Gott! Man kann manchmal echt sagen, was man will, aber so gut die Fails bei mir auch sind, genauso skillige Momente gibt's auch. Du Arschloch. Ja. Oh. Sorry, bin gerade aus dem Spiel raus. Na komm! Bin gerade versehentlich aus dem Spiel rausgekommen, was passiert? Der Hammerbruder springt auf mich drauf. Mhm. Okay, okay. So, please lass mich jetzt zur nächsten Warpzone. So, ich bin in Welt 5. Okay, mehr kann ich nicht skippen, schätze ich mal. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, ich muss jetzt bis Welt 7 durchskillen. Oh no. Ja, viel Spaß, aber ich glaube, das schaffst du sogar. Ich glaube an dich. Wir auch. Ich, sowas könnten wir auch racen, Alter. Oh, ich würde so verlieren. Gibt zwar genauso epische Momente wie skillige Fails, aber. Du hast ja vorhin gehört, wie schnell ich durch die Level gerusht bin. Ja, wie schon gesagt, ich werde verkacken. Obwohl, wenn ich immer aufnehme, dann verkacke ich alles. Das, oh, Jakobin. Uiuiui. Was gestorben? Oh Mann, diese Blödkugel will es. Die schießen immer dann, wenn ich direkt darüber, wenn ich direkt vor ihnen bin. Erst dann schießen die. 5 Stunden wartest du. Nichts passiert. 5-1 second tried. Du siehst, ich bin irgendwie süchtig, obwohl ich nur zweimal das Spiel gespielt habe. Es ist doch nicht besser zu sein wie ich. No, ich bin tot, wie dumm. Einfach runtergesprungen. Naja. Ah. Wow. Wow. Ich lebe noch. Episch. Oh shit. Ja genau, der Hammerbruder stand im Block drin. Ich konnte nichts machen gegen den. Epic. Er hat mich getötet. Hammerbruder, du Arschloch. Geh doch nach oben, Junge. Ich glaube, das kommt sogar nochmal ein. Ja, natürlich sind es 2. Könntet ihr mal ein bisschen nach oben gehen? Und dann auch aufhören zu schmeißen? Und Piranha-Pflanzen könntest du mit dem... Nach oben, Junge! Nach oben! Mann! Ich muss an diesem Hammerbruder irgendwie vorbei. Bei mir stehen gerade 2 Stück, die war... Dein Ernst! Jetzt geht einer nach oben, einer nach unten. Ja, dieser Hammerbruder, ich finde, der steht an so einer beschissenen Position. LOL. Fuck. Ich hab gehackt. Fuck! Hack. Nein, komm dir auf mich zu! Ich bin Hacker, weißt du wieso? Der Hammerbruder, ich bin unter den Hammerbruder gesprungen, der ist auf mich drauf gesprungen, ich hab ihn gekillt. Okay. Wie auch immer das jetzt ging, aber ich hab ihn gekillt damit. Okay, boah. An dem zweiten Hammerbruder vorbei. Lag da natürlich vorbei, das Spiel genau in dem Moment. Ist klar. Ich bin immer noch bei 7-1, ne? Ich bin tot. Hä, du warst doch bei 7-2. Das ist anders wie bei Lost Levels. Bei Lost Levels, wenn du da Game Over gehst, landest du wieder in einem Level, wo du vorher gestorben bist. Oh, oh, doof, Alter. Dein Ernst? Deswegen so. Mit 2 ganz Millimeter. Ehrlich, mach ein Safe-State, wenn du in 7-3 bist. Ich glaube, ich mach sogar schon Safe-State bei 7-2, weil ich hab keinen Bock mehr auf das 7-1. Höre ich an deiner Stimmlage. Oh, nee, und am letzten Koopa gestorben. Läuft. Bei mir laggt gerade das Spiel. Ja, geil. MLG Pro. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh dein Gott. Was geht jetzt ab bei dir? Ich lebe noch. Und bin gleich am Ende von 7-1. Wow, ich bin gleich am Ende von 5-2 und sterbe natürlich. Am Hammerbruder. Alter, in diesem Level gab es bisher 5 Hammerbrüder. Bisschen viel. Gut. 7-1 geschafft. Und jetzt Safe Staten.
Wie die Pussy. Ja, es. Ja, in Lost Levels ist das essentiell, wenn du nach jedem Sprung self-statest. Ganz ehrlich, da musst du nach jedem Sprung self-staten, sonst bist du zu am Arsch. Ja, gut. Moment. Genau, sonst. Noch nicht? Steffen Gagt. Mann, jetzt lag das Spiel schon wieder so hässlich. Da war er. Gut. Jetzt nicht an diesem beschissenen Koopa sterben, please. Erstmal gesafe-stated wie die Pussy. Ja, überlebt. Okay, letzter Sprung. Wenn ich den jetzt Oh, war das knapp. Okay. Oh, wie ich diese Blooper hasse. Oh, die Blooper. Vor allem in Lost Levels, in diesen Leveln, wo die einfach in der Luft fliegen. Oh, ja. Einfach so, weil sie Bock haben. Ja, die haben mich in Welt 2, 3 aufgeregt dadurch. Oh, das erste Level, was ich in der Luft, sage ich jetzt mal, spielen muss. Oh, ah. Okay. Direkt tot durch den Kugelbini. GG. Ah, Goombas. Fuck. Boah, sorry, dass es bei euch gerade auch so laggt, aber bei mir, beim Spiel laggt es ja auch mal wieder. Alter, ich lebe noch. Typisch Jonsch-Laptop, Alter. Ist ein Satz von Boom! Scheiß Blooper. Ja. Oh, sorry. Da habe ich auf mein Mikro gehauen aus Versehen. Nicht schlimm. Nur ganz kurz gerauscht. Ja, ich bin. Alter, wie kann man so scheiße sein? Frage ich mich auch manchmal. Aber egal, ich habe schon ziemlich viel geschafft. 5-3. Wie da fuck. Alter, ich state gleich aus Spaß ganz kurz vor diesem Sprung. Könnt ihr mal bitte ein bisschen schneller schwimmen? Cheep cheeps. Danke. Ach ja, du bist 5-3, war ja das Level, stimmt. Oh, ja geil. Ja. Alter, ist das. Okay, selbst der erstmal. Und ich glaube, ab sofort mache ich ja wieder nach jedem Level, nach jedem Level ein Safe State, weil. Ja. Lol, das hat. Ja, ja geil, das hat keine Safe States. Der JNS. Ja, ich hab's Ende erreicht. Epic. Okay, der JNS hat einfach keine Safe States, ich muss so ins Ziel kommen. Gut, dass ich den SNES. Naja, 9X hab. Achso, okay. Ja, ich hab ja den JNS, das ist ein NES-Emulator. Achso. Ich bin im Originalteil und ich bin im Welt 5-4 im Castle. HGW. Und tot. Herzlichen Glückwunsch. Okay, ich will wenigstens in Welt 6 kommen, bevor du fertig bist. Gut, dann Save Game Position. So. 7-3. Ach nö, das ist ein Rätsel-Level. Die kann ich ja besonders gut. Scheiße, ein Cheep-Cheep-Level. Spring einfach mal so ein Cheep-Cheep direkt neben mir noch in die Luft, ne? Um hier erstmal so, einzuweihen. Ach, die Level sind einfach, finde ich. Zumindest in dem Originalteil. Spring doch, du Spast! Ja, den Tasten drücken kann ich nicht. Doch. Oh, jetzt wäre ich sogar Game Over. Hoppala. Okay. Ich bin einfach so 30, aktiviere gerade alles. An Cheats. Cheater. So, ich spiele. Ja, ich spiele jetzt wirklich mit Cheats. Ich bin so schlau. Alter, bin ich riesig. Das gibt's nicht. Wenn los, Mario. Ja, genau. Ich bin riesig, aber ich bin danach tot, wenn ich getroffen werde. Genau. Ich mach mich doch nicht riesig. Und mach alle anderen Cheats auch raus. Solange ich nichts falsch mache beim Safe State, ist alles in Ordnung. Dann versehentlich ich auf Safe Game Position statt auf Load Game Position kommen. Andersrum mehr, oder? Nein, wenn ich nämlich bei einer Stelle sterbe, wo ich danach eigentlich Game. Dein Ernst? Springt mich ein Cheep-Cheep von der Seite an und ich sterbe natürlich. Aber weißt du, wenn ich nur noch ein Leben habe und sterbe und dann versehentlich safe, ne? Ach so. Dann hast du komplett verschissen. Ja, oder ich wollte auch mal einfach so zum Spaß schauen, wie viele Minuten bzw. Stunden ich bei Pokémon Rubin hänge bzw. bin. Was passiert?
Ich drück versehentlich im Startmenü statt auf Loaden auf Saven. Epic, ne? Konnte ich nochmal alles nachspielen. Zumindest hatte ich das draus laschen. Alter, was geht hier ab? Und natürlich springe ich daneben. Weil es genau in dem Moment gelaggt hat. Alter. Alter. Was ist das für eine kranke Scheiße? Das 5. Castle ist ja mega krank. Das 5. Castle. Ich hing voll lang am 4. Castle. Ach, das war easy. Dein Ernst? Slot 0. Naja. Speichern. Ach, F5 ist Safe State, okay. Hab ich's auch mal rausgefunden. Ich weiß gar nicht, was bei mir ist. Ich drück einfach nur jedes Mal bei File und dann loaden oder saven. Ich mach grad ein Remix aus dem Loaden. Okay. Das hört sich wie so ein Remix an halt. Ja! Ein Remix im Originalspiel. Ja. Okay. Welt 6 erreicht. Ich habe 99 Münzen und noch 199 Sekunden übrig. GG. Ich habe 8 Münzen. Ich habe auch 8 Leben. Ich habe 3. Nee, Quatsch, 5. Ich bin zu gut. Ja! Ach nee, nicht wieder ein Lakitu-Level, die sind die schlimmsten. Ja, man läuft jetzt gerade extrem flüssig. Geil. Das bringt mir auch nichts, wenn ich sterbe. Sag doch nichts dagegen. Wer sagt dagegen, dass es flüssig läuft, Junge? Nee, sag lieber gar nichts, sonst wird es gleich nicht flüssig laufen. Ich kenne das von mir. Na gut. Oh. Ich habe ungefähr das gleiche Glück wie du. Boah, jetzt steht da so ein scheiß Cooper. Schon die ganze Zeit, ob ich... Okay, 6-1 war ja mega einfach. Ich bin einfach durchgerusht. Ja, schrei. Schrei ist grau. Ah. Ja gut, sorry. So war's nicht gemeint. Okay, alles klar? Nein. Alles im Lot? Das war schon im ersten Part alles. Boah, Alter! Flieg halt nicht ständig das gleiche Loch runter. Ist doch so, da springt jetzt das gleiche Loch runter. Und dass es so ein Rush-Level ist, kann man schlecht. Boah! Safe staten. Mann! Hm. Achso. Schreis aus der Seele. Scheiß Jeep-Jeeps. Okay. Beinahe gestorben. Boah, über die Pflanzen gerusht. Alter, war das knapp. Okay, schaffe ich den Pilz zu holen? Ich hole nie die Pilze. Das ist unnötig. Boah. Beinahe noch gestorben. Und dann kommt natürlich so ein scheiß Cooper. Genau da, wo ich lande natürlich. Oh nö, Cooper, nein, nein, please, not to me, Biatch. Oh. Jetzt läuft er mir noch hinterher. Nö, ich bin im Ziel, tschüss. 6-3 erreicht. Na klar, kommen 5 Jeep-Jeeps alle in einer anderen Höhe. Und dann auch noch wie eine Mauer auf mich zu. Also ich bin gleich da, wo du bist. 7-3. Also, da, wo du am Anfang warst. Ich bin 6-3. Ach, das Level ist ein... Ach, das ist ein Winterlevel, oh Gott. Boah, 7-3 ist fucking scheiße. Sorry für den Ausdruck. Ach, YOLO. Interessiert mich. LOL. Spring halt. Weigert sich Mario einfach so zu springen. Das habe ich mir gerade auch gedacht. Manchmal kann man schon mal an seiner Intelligenz zweifeln. Bessere Frage, was für eine Intelligenz? Ja, das ist die andere Frage halt. Okay, F5 und ein paar Mal saven. So, zack. Yes, ich hab Pilz erreicht. Yay. Und natürlich springt in dem Moment ein scheiß Jeep nach oben und dann sterbe ich noch. Hä? Der Jeep springt von unten auf mich drauf und ich sterbe. Das hat sich der Hammerbruder auch gedacht, als ich ihn gekillt habe. Im Normalfall sterben die Jeep-Jeeps, wenn die direkt unter dir runterspawnen. Und dann auf dich drauf springen. Boah, Alter! Dieses 7-3 ist fucking scheiße. Ich hab gespeichert, als ich tot war. Wie dumm. Ja, das meine ich. Ich war tot und hab gespeichert. Egal, ich hab noch ein Leben. Wow. Ja, dein Ernst!
Ich bin am Rand. Kurz vorm Abstürzen. Natürlich gehe ich dann in die andere Richtung, ist klar. Er rutscht 2 Zentimeter weiter. Alles gut abgetimt. Was passiert? Ein Jeep springt direkt in dem Moment auf mich drauf. Ja, geil. Beziehungsweise von der Seite auf mich drauf. Man kann schon nach einem Part sehen. Holy moly. Dein Ernst, ich will den Pilz holen. Was passiert? Ein Jeep springt natürlich wieder nach oben. Ey, die Spawns der Jeep-Jeeps, ne? Die sind so... Alter! Das sind die schlimmsten Spawn-Monster, die es gibt. Ich will noch in Welt 7 kommen. Das schaffst du ganz sicher. Ich glaube, du schaffst sogar noch Welt 8, wenn es so weitergeht bei mir. Alles klar. Oh, ah ja. Okay, kurz gesaved. Scheiß auf Pilz. Okay. Du bist ja nur Super Mario und man ist die ganze Zeit nur normal Mario, aber läuft. Oh. Holy shit! Was ist diese Scheiße hier? Nein, spring da! Ich hab mir gerade eher ernsthaft Tränen im Auge sind. Was wolltest du sagen? Ich glaube, bei dir ist gerade was Schlimmes passiert. Ja. Natürlich kommen dann noch. Nach dem größten Wahnsinn, den es gibt, kommen 3 einzelne Plattformen, wo man mit dem Durchsprinten nicht draufkommen kann. Beim Rest müsst du sprinten. Oh Gott. Das ist assi. Das ist echt assi. Jetzt weißt du es aber, jetzt kannst du es schaffen. Obwohl, ich bin mir da mal nicht so sicher. Ja, ich sterb natürlich beim Springen. Oh nee, diese Zieleingang. Ich bin gestorben, 2 Millimeter vorm Ziel. Boah, wenn es so weitergeht, dann wird jetzt hier noch ein Stundenpart. Oh, im Ziel, endlich. Scheiß Koopa. Entscheidet der. Weißt, ich kann mich nicht entscheiden, soll ich jetzt losrennen oder nicht? Im Moment kommt natürlich der Koopa von hinten. Er kam von hinten. Okay, 6-4, ich bin beim Castle zumindest. Und bin tot. Herzlichen Glückwunsch. Oh Gott, ich will das schaffen, noch in Welt 7 zu kommen. Das schaffst du noch, Junge. Wenn du das nicht schaffst, bist du echt schlecht. Hey, wir reden nicht von dir gerade. Okay, der war wirklich ein bisschen fies. Der war Wahrheit. Boah, ich bin Super Mario gerade. Im wahrsten Sinne. Lol, ich bin schon fast bei Bowser. Bei 6-4. Ja, wenn ich das jetzt mit 2 Leben hier schaffe, das Level. Was ganz. Ich bin bei Bowser. Spring doch, Mann! Ja, was? Durchgerusht habe, ich bin jetzt schon bei Bowser. Ich hab die Axt berührt, hat mich getötet. Läuft bei dir. Dieser Tod war überwältigend geil. Lol, ich bin durch den Feuerball gesprungen. Ich bin durch den Feuerball gesprungen. Hä? Hex, Hex, Hex. Okay, Feuerball, Hex, 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 was? Ach, keine Ahnung. Egal. Welt 7 habe ich erreicht. Ja, das war klar. Okay, ich spiele mit 60 FPS, ist was anderes. Ich könnte mit 300 FPS spielen, aber das wäre zu viel. Weil dann das Spiel im Hyperspeed-Modus läuft. 300 FPS? Also der JNL-Simulator läuft mit bis zu 2000 FPS im Notfall, wenn es geht. Alter. Und dann hast du 5-fache Geschwindigkeit des Bildes. Das ist unmöglich. Boah, ich glaube, jetzt mache ich demnächst mal Safe States im Level drin. Okay, 7-1. Die Kugelwillis sind ja geil. Boah, aber ich glaube, das wird ein Stundenpart, wenn es so weitergeht. Also wir skypen seit 40 Minuten, das könnte werden. Ja, aber wenn man bedenkt, dass wir ja noch nicht gleich angefangen haben. Ja, das ist auch was. Holy shit! Dieser... Gut. Ich hab nach meinem Tod gesaved-slicked. Epic. Oh Mann, ich hasse das. Gut, ich hab übrigens einen Safe-State gesetzt, ne? Okay.
diejenigen, die sie mitbekommen haben, weil sie dir gerade so wunderbar zuhören. Und dann gar nicht mehr bei mir aufs Bild schauen, weil sie eh wissen, dass da nur Scheiße läuft. Alles klar. Die fiebern bestimmt schon alle nur mit dir mit. Ich hab das Gefühl, irgendwie jetzt an dieser Stelle schauen vielleicht zwei Leute nur noch zu. Wenn es überhaupt so viele Leute gibt, wo sie überhaupt schon anschauen. Die sehen sich die Zeit an und denken, what the fuck. Alter, lern bitte nicht jetzt. Nicht jetzt, genau an der Stelle, wo ich vorhin gestorben bin mit den Löchern. Oh Gott. Okay, mein Bruder hat kurz was gesagt. Ja. Ich war kurz gemutet. Okay, haben wir gar nicht gemerkt. Alter, lag doch bitte nicht jetzt. Ah, ich bin an der einen Stelle, wo du vorhin die ganze Zeit gestorben bist. Bei diesem komischen Käfer oder was es war. Okay, und ich habe das Level 7-3 endlich geschafft. Okay, ich habe 7-1 fast geschafft, dann bin ich gestorben. Epic. Lol, wieso hatte ich gerade einen FPS auf Einbruch auf 10 FPS? So geht's bei mir ständig. Dadurch bin ich gestorben auf einmal. Ich habe immer das normale 60 FPS immer. Das ist jetzt noch nicht noch. Du Scheißkäfer, verpiss dich. Okay, 7-1 ist geschafft. Boah. Nein! Gut. Zum Glück habe ich gesaved. Nein, nicht saven. Alter. Ich hab beinahe gesaved. Okay, 7-2. Aber wenn ich versehentlich safen sollte, ne, dann schneide ich natürlich. Du hast keinen Bock, das nochmal zu machen alles, oder? Machen muss ich es dann so oder so nochmal. Ich war vor laufender Videoaufnahme. Ich glaube, da hat keiner Bock drauf. Gut, Moment. Ha! Lol, ich war im Blooper drin, hab überlebt. Oh nee, das ist hier ein Rätselschloss, oder wie? Oh, die hasse ich. Ja, ich hab richtigen Weg genommen. Nochmal richtig Weg. Wow, dreimal den richtigen Weg hintereinander. Nein, ich schaff's nicht mehr, dich einzuholen, verdammt. Ich war so gut dran. Tja. Oh, Alter, ich will das. 7-2 gefirst tried. Jetzt bist du buff, oder? Ich bin gerade in Lava gefallen, so buff bin ich. Okay, das erste Level habe ich in 3 Versuchen geschafft, das zweite in 2. In einem. Jetzt kommt das dritte. Was geht bei dir? Jetzt kommt das dritte, so, zwischen dem Cheap-Chip durch. Oh je. Falscher Weg, scheiße. Dein Ernst? Lags genau in dem Moment mal wieder. Boah, Alter. Alter, ich bin so knapp gestorben, kurz vorm Ende. GG. Aber ich bin fast durchgerusht durchs ganze Level. Ich weiß nicht, was du für Probleme hattest. Ich bin Mario Noob, was wartest du? Ach ja, du bist Yonch. Nein, ich hab resettet, ich bin bei 7-2 wieder. Nein! Ich bin wieder bei 7-2. Ich habe anstatt Safe Game Load Game gedrückt. Bin wieder den falschen Weg gelaufen. Ja, ich habe statt Safe Game Load Game gedrückt und jetzt in 7-2 wieder. Epic. Das heißt, ich muss kurz 7-2 noch durchrushen. Ich hoffe diesmal wieder im First Try, wenn nicht, wäre das bitter. Warte, nicht wieder den gleichen Fehler machen wie vorhin. Doch, ich habe schon einen falschen Fehler gemacht. Ne, warte mal, ein falscher Fehler ist eigentlich was Richtiges. Lol, wieder im ich hab wieder First Try. Ach man. Nein, nicht safen. Loaden. Okay, wieder da. Man hat nicht gemerkt, dass ich wegkomme, ne? Nö. Also der Part wird definitiv bei dir eine Stunde lang und ich werde dich überholen, definitiv. Gut, ich habe den richtigen Weg genommen. Jetzt habe ich auch rechtzeitig gesaved. Machen wir den richtigen Weg? Oh, da war das Ziel und ich sterbe.
Oh je, ich bin bei Bowser. Richtig? Scheiße, ich kann nicht. Nein, ich will dich noch einholen. Please, rush jetzt 7-3 durch. Ich bin bei Bowser. Scheiße. Nein. Alter, ich bin glaube ich noch nie so schnell gerannt durch ein Level. Yes, geschafft! Nein! Yeah! Ich freue mich dafür überhaupt nicht mit dir mit. Thank you, Mario. But our princess is in another castle. Ja, im nächsten Part. Ja. Also, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und wir sehen uns dann hoffentlich im letzten Part. Der danke ich auch nochmal fürs Zuschauen. Und mitzocken. Zuschauen. Auf jeden Fall danke ich dir, dass du dabei warst. War ein toller Part, finde ich. Ja, ich habe ja zwar angefragt, aber okay. Egal. Also, vielen Dank für diejenigen, die bis jetzt durchgehalten haben. Und ja, bis zum nächsten Mal oder auch nicht. Bis dann. Ciao. Ciao.